Ja, hallo zusammen, hier ist der Fuchskompensator 70 mit einem weiteren Gastreplay und hier haben wir einen weiteren Mitspieler, den ich auf meinen Kanal gezogen habe, hat ein Replay gepostet und ich mache gleich erstmal, nein, er hat es mir geschickt und ich mache gleich mal ein Video davon. Und zwar sehen wir hier den Unterstrich Fernofo. Das habe ich mal nachgeguckt, was das heißt, weil so gut bin ich nicht im Englisch, mit fürchte keinen Feind, genau. Und zwar ist er hier mit seinem T-67 ist 5er TD der Amerikaner, wie wir sehen, sind auf Erlenberg im, macht die Karte mal größer, im Norden gestartet, fährt jetzt zum Spotten auf die D1 Position. Wir sind in einem 6er 5er Gefecht und jetzt kommt das Besondere, 4 6er 11 5er. Was ist das für eine Zusammenstellung? Habe ich ja noch nie gesehen. Ja, 11 von einer Sorte, naja. Bargaming macht's möglich. So, wurde ein bisschen angerempelt. Wir haben hier zwei Heavys, 5 mittlere Panzer, 4 TDs, ein Light, eine Arti. Ja, T67. So, sie sagt, die Vorstufe zur Hellcat, würde ich mal sagen. Ne? Ja, Munitionsverteilung haben wir hier 35 mal 76 mm Geschoss ist das ja. 35 mal AP auf die Standardmunition mit 128 Durchschlag, 115 Damage und 30 mal APCR mit 177 Durchschlag und natürlich auch 115 Durchschlag, ist ja klar. Und dann hat er nochmal die HE-Granate 5-mal dabei mit 38 Wirkungsgrad und 185 Damage. Dann sehen wir, hat er kleines Medkit, kleines Redkit. Und dann Ration Cola, Scherenfernturm und das Tarnnetz. Ja, noch nicht viel passiert. Hier ist nichts los auf der Seite. Jetzt verlegt er sich in die Stadtmitte. Eben das machen wir alles ab. Ja, wie wir sehen, Reloadzeit hat er gedrückt auf 2,59. Original hat er ja der. So, jetzt hat er jetzt erstmal den 6er Schweden am Wickel, den STRV M42. Ja, wie gesagt, Reload Time ist normalerweise 3 Sekunden 07, hat gerückt auf 2,59. Einziehzeit ist 1,8. Die Kanone geht 10 Grad nach unten und nach oben interessieren wir uns jetzt nicht. Geschwindigkeit 61 km/h vorwärts, 17 rückwärts. Dann haben wir noch die Sichtweite ist 340 Meter und der Funkbereich ist bei 782 Meter. Ja, 1:3 steht es jetzt. Ja, der gute Fernofo ist aus dem Clan PBSJA und Mitglied der World of Tanks Germany Gruppe bei Facebook. Wollte ich noch dazu sagen. Viel passiert noch nicht. 1:4. Aber das Video würde ja nicht entstehen, wenn da nicht was rauskommt. Oh, wer kann denn da so schön schreiben? Auf der Minimap. Zwei zu fünf steht es. Zu 5. Drei zu 6. Irgendwie geht hier nichts vorwärts. Na, kommt auf den VK30 oder KV1. Auf den KV1 kommt er rein. Jawohl. Der ist abgeprallt. Na, der wird auch nicht reingegangen sein. Keine Sorge, da kommt noch einiges. So, OI. Da steht ja sehr gut da. Kann man wunderbar in der Seite penetrieren.
interessante Position für den OI. So, jetzt einmal auf die Kette gestellt. Natürlich steht er immer auf der Kette. Ich meine, die Kette gezogen. Nee, da kommt er nicht drauf. Oh, jeder zweite Schuss will nicht. So, da haben wir den ersten Kill mühsam erarbeitet. Der OI wollte einfach nicht in die Garage. Gefühlt jeder zweite Schuss prallte ab. Aber nun hat er den ersten Kill. 6 zu 10 steht es. Eine Gunmark hat er drauf auf dem Röhrchen. Das kleine Röhrchen. Mit seinen Spuckepatronen. So, zieht sich jetzt ein bisschen zurück Richtung eigene Basis. Ist ja auch nicht mehr viel da. Ne? Ein Heavy, ein mittlerer Panzer, er als TD und die beiden Artis. So, der KV-1 möchte was haben. Das gibt Frischluft in die Füße. Und langsam wird abgeknabbert. Immer gehen 100 weg, 124, 103, 114. Langsam wird geknabbert. So. Erstmal beide Artis haben reingehalten. Was habe ich gesagt? Eine Arti am Anfang? Drei Artis. Habe ich mich doch glatt verguckt. Ich habe am Anfang gesagt, eine Arti, drei Arti. Ja, ja, so ist das manchmal. So, 7 zu 10. Zweiter Kill war das. Dem VK-3001H rausgenommen. Beim Nachzählen der Artis erstmal aufgefallen, dass ich da 1 gesagt habe. Oh, der ist raus, der KV-1, haben wir gesehen. So, M4-1 in der Mitte der Burg. 8 zu 10. So, da ist ein Stuck 3G. Der ist aber mutig. Übermütig ist er höchstens. Jawohl. Ja, geht gar nicht auf. Und zack, raus, dritter Kill. Das war doch eine kleine Pinata. Wir sind bei 1695 Damage, 942 Unterstützungsschaden oder Aufklärungsschaden besser gesagt. 9 zu 11. Das, was das Team am Anfang verloren hat, holt sie jetzt wieder fleißig auf. Auf der Gegenseite haben wir noch den Püdel, den 6er Premium, die M44, AT2. Stuck 3G, der zweite und die Grille. Wie man schön sieht, M44 und Grille waren noch nicht offen. Es wird wieder fleißig gepinnt. Ah. Oh, nett. Wir gucken mal nicht, was da auf der Minimap steht. Ja. Scheinbar kennen die sich und sprechen sich mit dem Vornamen an. Wer sich jetzt bewegt, stirbt. Der muss in die Garage einen anderen Panzer nehmen und was anderes spielen. Eine andere Runde spielen. Darum heißt es jetzt abwarten. So, M4A1. Zack, raus, vierter Kill. 10 zu 11 und es wird fleißig weiter gepinnt.
M44 Spot und schreibt da wie Hulle. Solche Spieler braucht kein Mensch. Wie so ein Mist da reinschreiben. So AT2, zack, raus, fünfter Kill. Oh, Stuck 3G, wir wissen jetzt, wo er geschossen hat. Ja, natürlich hält jetzt hier die AT rein. Also den von der M44, den müsste man bannen. Der müsste erstmal eine Woche einen Bann bekommen. Ganz klar, meiner Meinung. Ja, also ich hätte den schon mal gemeldet. Und dann hätte er erstmal eine Woche aussetzen können. So, sechster Kill, Top Gun in der Tasche. 12 zu 13. Ja, das hätte man am Anfang nicht gedacht, ne? Ich sag's ja. Da kommt auch was. Na, ihr werdet es ja nachher in der Überschrift sowieso lesen. Das Geben ist jetzt ein bisschen zäh, ist natürlich, die Gegner müssen kommen, ne? Beim Pudel muss man natürlich aufpassen. Er ist nicht zu unterschätzen. Wenn man so die HP Pinata da oben an meinem Mod sieht, ist er jetzt alleine mit der Arti. Ne, 625 Hitpoints gegen 1570. Dann kann man sich schon mal ahnen, wie viel. Hier der, also. Ich sag doch, der mit der M44, der müsste raus. Wird aber ein Zug angeboten. So, da ist der Pudel. Jawohl. Langsam wird abgeknabbert. Jetzt müsst ihr natürlich aufpassen, dass der Pudel ihn nicht aufmacht. Zack. M44 hat den Pudel rausgenommen. Jawohl. Also ich hoffe nicht, dass hier der gute Fernofee der Schreiberling ist. Ne? Ich weiß das nämlich nicht genau. Ich hoffe nicht. Naja, ich werde es erfahren. So, M44 raus. Siebter Kill. Ah, er möchte den achten Kill haben. Da ist die Grille. Und zack, achter Kill. Redney Waters und wir sehen uns in den Stats. So, dann kommen wir zu den Stats. Erstmal in der Überschrift steht es schon, aber ich lese es gleich sowieso vor. Und ja, ich musste ganz ehrlich gestehen, ich musste den Kollegen erstmal fragen, den Panzerfreund, ob er das war, mit diesem Gespammer auf der Minimap, mit diesen Pfeilen und sowas zu schreiben, geht mal gar nicht. Es tut mir leid, ich musste leider fragen. Ja, er hat damit nichts zu tun. Es war wahrscheinlich die gegnerische Arti oder die eigene Arti. Ich weiß es nicht. Er weiß es auch nicht. Ich sage, so eine Leute gehören hier nicht her. Und den hätte ich gemeldet. Und dann kann er erstmal eine Woche aussetzen und darüber nachdenken. Ja, ist meine ehrliche Meinung. Und dann wäre dieses Replay auch nicht entstanden. Ja, aber zum Glück war es nicht. Es tut mir wirklich leid, dass ich gefragt habe, aber es musste mal sein. Ja, so, dann kommen wir zur Auswertung. Das ist das Panzer. Da haben wir Schläger, Brandstifter, Unterstützung, Feuer. Ja, dann haben wir 54.471 Credits. XP kommen wir später. 31 von den Anleihen. Dann haben wir die Red Label, das für die 8 Kids. Die Pascucci-Medaille für 2 zerstörte Artis. Jawohl. Und als großgeliefert Top Gun gab es als Geschenk ab dem 6. Geld
Dazu Team Score. 3071 Damage, 8 Kills, 1523 Basis XP. In gewendierten Report rein. 38 Mal geschossen, 33 Mal getroffen, 27 Mal durchschlagen. Von den Damage 810 über 300 Meter. Dann hat er Unterstützungsschaden 942 und Distanz ist er gefahren 3,31 Kilometer. Ja, und dann gab es dafür 36.314 Credits, abzüglich Repair und Munition. Die waren nicht so billig, ne? Musste ja war APCR schießen. Ist halt so. Dann 20.000 abzüglich für die Ration, macht ein Minus von 50.974 Credits. Ja, und dann war es fast die ganze Spielzeit, 13 Minuten 53, dafür die Basis-XP mal 2 für den Tagsieg, macht eben 4570 XP und 228 freie Erfahrung. Ja, schönes Game. Am Anfang ein bisschen müde, aber dann hat er alles rausgeholt. Noch die Akkild, das hätte man am Anfang nicht erwartet. Und nochmal sorry, dass ich gefragt habe, aber das muss leider sein, weil sowas geht gar nicht. Ja, ich hoffe, es hat trotzdem euch gefallen und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.